Way der Gehirnerschütterung. Aber wir müssen eh mal rasten. Hm? Certainly. What do you need? What can I do? Hey. Also ja, das Regal lernen wir auf jeden Fall mal. Lalalala, und das da auch am besten. Hm? Hey. Those are priceless tomes. Ah. Not a problem. I'm here. Yes, happily. Also solange man uns nicht dabei erwischt, ist alles gut. I'm here. Yeah? Hey, I got it. Hmm? Oh? Something you need? Oh? Das Gute ist ja auch, wenn, You pretending you're Aethys now? Du hast jetzt etwas, als wärst du Eotas? Nein, wir wollen die Leute ablenken. Of course. I'm here. What can I do? Zwischendurch mal ein Quicksave machen. Hm? At once. Hey, I think I read that one back at Cadnua. Okay, sie haben mich nicht gesehen. Gut. I'm here. I'd be glad to. Habe ich das hier unten geguckt? What can I do? Absolutely. Ah. Hey, Aloth, look somewhere else. Hey, Aloth, guck mal kurz weg. Yes? Also ja, sie lassen sich sehr leicht ablenken. Bin ich aber auch mal neugierig, was passiert würde, wenn ich versuche, in die Schatzkammer einzudringen. So, gucken wir mal. Ein unglaublich komplexer Mechanismus versiegelt die Tür, die sich undurchdringlich vor dir aufbaut. Die Zahnräder, Stäbe und Trommel sind ebenso kompliziert angeordnet wie das Innere eines Konstrukts. Du weißt nicht mal, wo du anfangen sollst, dieses Schloss aufzubrechen. Die Gravuren untersuchen. Geschichte. Kommentierte Geschichte. Das Siegel sieht wie eine Hand aus, aber du kannst die Bedeutung nicht erkennen. Geschichte. Wer hat wohl Geschichte? Ja, Aloth schafft auch nicht. Es sein lassen. Erstmal den Nachtrag angucken. Das Schloss zur Tür der Schatzkammer des zentralen Stapels heißt das Symbol einer Hand mit einem Auge in der Mitte auf. Wenn ich dieses Symbol auch anderswo in den Archiven finden kann, gibt es mir vielleicht einen Hinweis darauf, wie das Schloss funktioniert. Oh.
Alof. Josebels. Wir haben sicherlich etwas, was Geschichte kurzzeitig erhöht, oder? Kit des Diebes. Da. Hi. So. Die Gravuren untersuchen. Erfolg. Alof beugt sich vor, um die Gravuren besser zu sehen zu können. Sieht aus wie das Zeichen der okkulten Hand. Mhm, Mechanismus untersuchen. Dieses Gerät scheint das Werk eines Wahnsinnigen zu sein. Manche Teile wirken völlig redundant, während andere von Mechanismen abhängen, die wiederum von ihnen abhängen. Das ist kein einfaches Schloss. Das ist ein Rätsel, ein Labyrinth für den Geist. Ja, Fehlschlag. 26. Eine schwierige, frustrierende Stunde später bist du wieder der Öffnung der Tür kein Deut näher gekommen. Ja, gegen die Tür treten. Du verstaust dir deinen Zeh. Ist sein lassen. Okay. Aber wir wissen jetzt schon mal. Das Schloss der Schatzkammer ist so kompliziert, als dass ich es mit meinem Wissen öffnen könnte. Vielleicht finde ich in den Archiven Informationen darüber, wie ich die Tür überwinden kann. Oh, Asha. Gut, ich will erstmal das Sporengebiet vermeiden. Oh, cool. Liegt auf dem da schon ein Buch? Indeed. Vor dir siehst du ein mit Arkanen-Runen beschriebenes Gerät. Es leuchtet schwach. Die Runen verlangen eine Antwort auf ihre Fragen. An den Runen lecken, weggehen. Okay. An den Runen lecken. Sie fühlen sich warm und lebendig an wie nackte Haut, aber mit einem Funken keine Energie. Sie schmecken bitter. Als du dich zurückziehst, stehen dir alle Haare zu Berge. Okay. Sie trugen in sich ein Potenzial, geboren aus einem Wort und geteilt wie ein Geheimnis. Nochmal das Pult untersuchen? Nein. Sie trugen in sich ein Potenzial, geboren aus einem Wort und geteilt wie ein Geheimnis. Die Bücher sind hier, oder? Ja. Ich überfliege das jetzt mal schnell, also nicht wundern. Der Zusammenbruch von Groß Vailia. Das auch nicht. Die Gründung Geora, der erste Wohlgeborene. Okay, so einfach ist das wohl nicht. Gucken wir uns nochmal das Pult an. Während die Nachfolger von Wald und Ada kämpften, fanden die Träume der Eindringlinge ihr Ende. Okay, das klingt wahrscheinlich nach dem hier. Der erste Zauberer der Leute war das Feuer. Es ist immer das Feuer. In jeder Gemeinschaft, in jeder Art, ist es immer das Feuer. Feuer ist ein Balsam gegen die Dunkelheit. Ein Licht, in dessen Schein man sich Geschichten erzählt. Es vertreibt die Kälte, erleuchtet den Weg, ruft die Schatten herbei. Es wurde von einer alten Frau heraufbeschworen, die einer sterbenden Kohle ein Wort zugeflüstert hat, woraufhin diese zum Leben entflammte. Die Alte trug das brennende Stück Kohle bis an ihr Lebensende mit sich herum. Kurz vor ihrem Tod verriet sie das magische Wort ihrer Tochter, die wiederum ihren Sohn weitergab. Das Volk trug die kleine Flamme von
seiner Heimat im eiskalten Norden bis hinab in den schwülen südlichen Dschungel. Nicht einmal ist sie ausgegangen, okay. Seine Eltern nannten ihn Gramwin und er schlief tief und fest jede Nacht durch. Vom Tag seiner Geburt an und jeden einzelnen Tag danach. Er schrie und jammerte nicht, sondern schaute nur mit großen, ausdruckslosen Augen zu, wie die Welt sich um ihn drehte. Gawain hatte keine Geschwister und er würde auch niemals Bruder oder Schwester haben. Als bei einem Nachbarn ein ähnlich stilles Kind geboren wurde und später noch weitere, wandte man sich zornig gegen Gramwins Eltern, die man als Bringer des Fluches betrachtete. Sie wurden auf dem Marktplatz verbrannt und Gawain wurde an einem Hang ausgesetzt, als der erste Schnee kam. Natürlich konnte dies die Hohlgeburt nicht stoppen. 15 Jahre lang konnte nichts sie stoppen. Bis wir gekommen sind, yay. Okay. Aber die Delimgarn und die Adragarn konnten sich nicht einigen. Sie begannen einen heimlichen Bürgerkrieg und die Fronten verliefen durch die Farm der Kolonisten. Die Adragarn vernichteten die Vorlassernte der Erdirianer mittels einer Milbe, die im dichten Wald lebt. Die Kolonisten glauben fälschlicherweise, sie würde von den Delimgarn angegriffen. Die berüchtigt dafür waren, eifersüchtig über ihr Territorium zu wachen. Sie rächten sich, indem sie die Welt um ihre Dörfer herum abholzten. Die Delimgarn ließen sich das nicht bieten und ließen unterirdische Wasseradern der valianischen Siedlung austrocknen. Aha. Das klingt dann nach dem hier. Indeed. Sie trugen sich potenziell geboren aus einem Wort und geteilt wie ein Geheimnis. Steht da jedes Mal was anderes? Nein. Okay, und hier? Während die Nachfolger von Wald und Adra kämpften, fanden die Träume der Eindringlinge ihr Ende. Das ist Viserys, weil Wald sind die Delimgarn und Adra sind die Adragarn. Und die Eindringlinge sind die Valianer. Also die Gründung von Viserys. Ja, und hier war... Sie trugen sich potenziell geboren aus einem Wort und geteilt wie ein Geheimnis. Von den Elfenbeintürmen aus werden manche Akademiker behaupten, dass der Untergang unvermeidlich war, dass Groß Vailia letztendlich sein eigener unersättlicher Hunger nach Expansion zum Verhängnis wurde oder eine bedauerliche Nachlässigkeit, was die Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur betraf. Oder auch der Ouroboros vom Verrat, Rache und Vergeltung, mit denen die reichen Müßiggänger sich die Zeit vertrieben. Doch damit lagen diese Akademiker falsch. Nein, es war das Kätzchen Dulcasa, die den Untergang des Großreichs herbeiführte. Dulcasa, einen Eintopf fallen gelassene tote Maus und ein schwer kranker Duck, der vom ersten einer ganzen Flut von Fällen von Blutrache an einer Fehde zwischen den Familien, die die Wirtschaft von Großvalier kontrollierten, erfuhr und seinen Dienern anschrie, die Tür zu schließen und ihn nicht weiter zu stören. Er starb kurz darauf und als sein gehorsamer Diener den Gestank aus dem Arbeitszimmer seines Herrn pflichtbewusst ignorierte, war das Schicksal von Großvailia besiegelt. Okay, das heißt, er hat von dem Komplott erfahren, starb aber an vergiftetem Eintopf. Schön. Aber ich glaube, es ist das hier, weil es geht um das Wort Feuer, würde ich mal sagen. Versuchen wir es einfach mal. Sie trugen in sich Potenzial, geboren aus einem Wort, geteilt wie ein Geheimnis, also ja. So, und jetzt soll ich Fragen beantworten. Gucken wir uns das noch schnell an. Die Runen aktivieren. In völligster Harmonie summen die arkane Energie und die Wände vor dir erstrahlen auf einmal in Licht. Hey, es war richtig.
Okay, ich musste gar keine Fragen beantworten. Aber wir sollten hier jetzt speichern. Die zentralen Stapel irgendwie vernebelt, hä? Das ist jetzt LP084. LP084. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.